In der Regel werde ich viel mehr sexualisiert von Menschen, die ich noch nicht date. Ich als Transfrau bin so lange Fantasie und eine Sexualisierung, bis sie effektiv mal was mit mir hatten. Und ich denke auch, dass die Fantasie bei ihnen in der Regel viel schöner ist als die Wahrheit, was eigentlich da unten bei mir dann ist. Ich bin mega schlecht in Männer approachen, wo ich Interesse hätte. Ich bin recht schüch, obwohl ich vielleicht gar nicht so überkomme. Ich würde wie nicht überkommen, als wäre ich schüch und schwach. Und ich glaube, das jahrelange sich stark zeigen hat sich einfach bei mir mega durchgedrungen und kommt mir natürlich über mittlerweile. Eine sehr universelle Erfahrung von uns ist, dass wir einfach für das, dass wir trans sind, einfach abgewiesen werden und von Anfang an in eine Schachtel geworfen werden. Und somit wollen wir uns einfach auch schützen und die Leute approachen, dass wir nicht enttäuscht werden. Als LGBT-Person allgemein muss man, glaube ich, mega fest lernen, sich selber zu lieben und den eigenen Wert zu kennen. Und ich habe zum Beispiel jetzt 2 lange Beziehungen gebraucht, um das zu verstehen. Meine Struggles in den Beziehungen in der Regel liegen darin, dass ich eigentlich nie als eine richtige Frau akzeptiert werde. Dass ich immer in der Regel eigentlich eine Mistress bin, ein Geheimnis. Zum Beispiel habe ich von meinen beiden Exen einmal die Kollegen kennengelernt. Aber es war nie ein Gesprächsthema, dass ich Freundin bin. Ich bin nie vorgestellt worden als Freundin. Man hat sich nie dürfen Körpernähe geben. Ich habe das Gefühl, weil ich in ihren Augen erstens einmal nicht eine hundertprozentige Frau war, haben sie wie weniger Wert in mir gesehen. Zweitens, bei beiden Exen von mir habe ich mega fest gemerkt, dass sie mega Stress aufgebaut haben in sich selber, wo sie selber nicht gewusst haben, wie das ja, auflösen oder das abbauen, weil sie haben erstens Stress gehabt, dass sie eine Transfrau datet haben und sie haben die ganze Zeit müssen sich Gedanken machen, ob das jetzt Kollegen gemerkt haben oder nicht. All der Stress, den sie hatten, hat dazu geführt, dass wir in der Beziehung so fest gestritten haben, dass es ab und zu Anschreien gekommen ist. Und das Anschreien hat dazu geführt, dass man mich gepackt hat am Nacken, dass man mich auf den Boden gedrückt hat, mich an die Wand gedrückt. Es hat mich persönlich in diesen Jahren so fest kaputt gemacht. Ich hatte Zeiten, in denen ich mich selber nicht mehr kennt habe. All das Zeug geht nachher Hand in Hand. Viele Sachen. Mich hat es mega fest bremst in der Schule, in der Arbeit, freundschaftlich auch. Mega viele Transfrauen leben mit der Angst, dass sie für immer allein werden bleiben, dass sie niemanden werden finden. Und ich glaube, früher war es einfach ein bisschen stärker gewesen. Und ich wollte nicht etwas aufgeben, wo ich endlich mal vielleicht was gefasst hatte. Ich habe mich einfach auch hier und her schupfen lassen, aus dem Grund, weil ich eben meine eigenen Werte noch nicht gekannt habe. Ich hatte so Mühe in meinem Leben, um loszulassen. Und das war wirklich der Moment, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, hey, es tut dir so fest weh, aber wenn du weiterhin mit dem Scheiß dich befassen musst, wird es dir noch mehr wehtun. Und jetzt zwingst du dich einfach, um ihn loszulassen. Und ich habe es gemacht und es hat mir mega lange wehtun, für ein Jahr. Aber wirklich, Step by Step, es hat mir richtig gut getan. Die Idealvorstellung von einer Beziehung heutzutage wäre wahrscheinlich jemand, der völlig okay ist, dass ich trans bin. Auch völlig okay ist damit, dass ich meine OP noch nicht hatte. Ich will jemanden, der das versteht und mich so akzeptieren kann, wie ich bin. Ich sage nicht, dass der oder die Person muss einfach das physische lieben muss. Aber er soll es einfach akzeptieren können und open-minded bleiben für mich. Und jemand, der das gleiche Ziel hat wie ich, kreative Hobbys hat und allgemein einfach mich wie eine normale Frau behandeln kann und Sachen machen, wie er mit einer Cis-Frau machen würde.